Weiß auch nicht, in welchem. Jetzt mal ganz im Ernst, so eine Sache möchte ich einfach mal loswerden. Ich weiß nicht, wo die Menschen Auto fahren lernen. Ich weiß auch nicht, in welcher Fahrschule man Auto lernt. Und ich weiß nicht, warum man Auto fährt, wenn man nicht Auto fahren kann. Auf der Autobahn, auf jeder Autobahn in Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Das Rechtsfahrgebot. Entweder du fährst auf der linken Spur und ziehst durch, oder du fährst auf der rechten Spur und behinderst den Verkehr nicht. Ich verstehe nicht. Ich bin wirklich keine Dränglerin und ich bin auch wirklich nicht emotional, wenn ich Auto fahre. Aber ich verstehe einfach nicht, welche Bastarde so Auto fahren. Würden diese Menschen mal alle vernünftig Auto fahren? Ich schwöre es euch, ich wäre in 2 Stunden in Hamburg maximal. Nicht, dass ich jetzt gerade nach Hamburg fahre, aber es ist nur ein Beispiel, weil ich generell die Strecke Köln, ich bin in Berlin, nicht Köln, moin, weil ich die Strecke Berlin, Hamburg des Öfteren fahre, ja. Ich glaube, ich klebe einfach ein Schild an mein Fenster, wo steht: Rechtsfahrgebot, du Hurensohn. Und wisst ihr, jetzt kommt auch noch das Geisteskranke an der ganzen Sache. Jetzt denken sich die ein oder anderen Herren hier hinterm Bildschirm, die sich das gerade so anschauen: Was weiß die Alte denn so vom Autofahren? So, mein Freund, so, ich habe jetzt so seit 2,5 Jahren meinen Führerschein. Ja, das ist echt nicht lange. Ich habe tü, macht kein Auge, noch keinen Unfall gebaut. Und ich fahre auch relativ in Ordnung. Es gab sogar vielleicht den einen oder anderen Blitzer. Aber was ich einfach anmerken möchte: die Leute, die linke Spur behindern und das Rechtsfahrgebot nicht verstanden haben, das sind Männer. Das sind alles Männer. Maximal 2 Frauen habe ich überholt. Maximal. Höchstens. Und wisst ihr, wie ihr dann angeguckt werdet, wenn ihr als Frau und dann auch noch in einem Mercedes als Frau einen Mann überholt? Du hast diesen Bastard ja schon überholt. Es ist schon vorbei. Das Thema ist durch. Ich habe dich schon überholt und du bist irgendwo kleben geblieben und hast eine halbe Stunde die linke Spur behindert. Es ist ja schon durch, das Thema. Aber wenn die sehen, wer sie überholt hat, eine Frau, ich schwöre dir, die kommt zurück, die jagen dich so lange, die jagen und fahren dir so lange hinterher, bis sie dich zurück überholt haben. Weil ansonsten, das ist zu viel. Das ist zu viel fürs Ego. Also, Freunde, es ist egal. Fahrt langsam, fahrt schnell, fahrt mittellangsam, mittelschnell, fahrt wohin ihr wollt und wie ihr wollt, aber bitte, bitte, bitte haltet euch einfach an das Rechtsfahrgebot. Also, Leute, um das ganze Thema einmal abzuschließen: Wenn ihr gerade euren Führerschein macht, wenn ihr gerade am Lernen seid, dann fragt euren Fahrlehrer zuallererst nach dem Rechtsfahrgebot. Herr Fahrlehrer, was ist das Rechtsfahrgebot? Damit würdet ihr vielen, vielen, wirklich vielen, vielen Menschen helfen. Ihr würdet viele Nerven sparen und ihr würdet meiner Seele wirklichen Seelenfrieden geben, wenn ihr das für mich tun könntet. Ach so. Leute, jetzt das Allerwichtigste, ja? Das dürft ihr wirklich, wirklich nicht vergessen. Das müsst ihr euch wirklich merken. Das ist auch eine Sache, die mir wirklich nahe geht und mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Kauft mein Album. Und wenn du jetzt bis hierhin wirklich geschaut hast, keine Story geskippt hast, dann weißt du, was du zu tun hast. Erstens, kauf mein Album und zweitens, halte dich an das Rechtsfahrgebot. Einige Leute fragen dann immer: Hey Shirin, warum bist du ab und zu so ein bisschen abwesend und nicht auf Social Media online und so? Ich sag mal so, meistens habe ich tatsächlich was zu tun. Ja, ich habe Arbeit zu erledigen. Das sind für die einige so ein bisschen komisch und merkwürdig, das irgendwie zu hören. Und ich bin dann meistens auch nicht zurechtgemacht, weil ich dann wirklich auch keine Zeit habe, mich einfach zurechtzumachen. Und dann filme ich mich natürlich dementsprechend auch nicht. So seltene Momente sind solche wie die jetzt, quasi: Ich sitze im Auto, ich bin zurechtgemacht und ich warte auf jemanden. Dann finde ich natürlich die Zeit, um wichtige Sachen nach außen zu tragen und euch darüber zu informieren. Aber meistens muss ich tatsächlich arbeiten. Arbeit. Ja, und
ich bewundere die Menschen, die wirklich jeden Tag schaffen, auf Social Media online zu sein. So, man fragt sich dann manchmal so ein bisschen so, findet das echte Leben jetzt online oder offline statt? Man weiß es nicht. Und was ich auch vor allem so bewundernswert finde, ist, dass Leute auch einfach jeden Tag Content aus ihren Körpern kacken, um zu existieren. Das ist quasi auch irgendwo ja Kunst, ja, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen das machen, um ein Leben zu haben. Ja, das ist krass. Und für die Leute nochmal, die sich jetzt hinterm Bildschirm fragen, so, was meint die denn damit? Was macht die denn Arbeit offline? Was ist das denn? Das nennt man ein Leben haben. Ich habe ein Leben.